Zu unserer Neuerung. Kamil hat interessanterweise, finde ich total super, dass du es gemacht hast, sich quasi dem internen Contest gestellt. Und du hast auch ein Pattern gemacht. Wir haben uns vorher ausgetauscht, dass wir musikalisch auf der gleichen Ebene liegen, also mit den gleichen Grundbausteinen arbeiten. Und das ist das, was bei rausgekommen ist. Ja, ich habe da am Anfang mit den Streichern aus der Contact Library gearbeitet. Das waren insgesamt bei mir, glaube ich, 3 Spuren, die ich benutzt habe, in eine Gruppe geroutet und dann noch weiter bearbeitet. Mhm. Jetzt kommt, da habe ich einfach nur Pizzicato Cello dazu gefahren. Okay. Um das einmal ein bisschen knackiger zu machen, oder was? Nee, das war für mich, ich wusste am Anfang nicht, ob das eine Akustikgitarre ist, die da so ein Ton spielt, was bei dir der Plugs-Synth war. Ja. Deswegen habe ich einfach ein Pizzicato Cello genommen und dann aber auch noch ein bisschen weiter bearbeitet. Genau, die Kick, Addictive Drums, sogar recht ähnlich bearbeitet wie du, trotzdem klingt sie bei dir fetter. Hi-Hat kommt auch da her. Und jetzt im Refrain, wo es eigentlich so ein bisschen aufgeht, habe ich da Paukenschläge aus Stylus Remix genommen. Super. Dann, ich glaube, noch 2 Bassdrums so ein bisschen drunter gelegt, dezent dazu gemischt. Ja, ein Tambourin, was die ganze Zeit noch schön mitschwingt. Ja. Und diese hohen Gitarren, wo wir uns ja über die Töne ausgetauscht haben. Hast du selber gespielt? Ich habe selbst eingespielt. Nacht- und Nebelaktion in der Altbauwohnung. Guck mal, hast du auch was voraus? Kannst du auch Gitarre spielen? Ja, ne? Gar nicht. Wenigstens etwas. Genau, und dann am Ende in der Summe habe ich da einfach den SSL-Kompressor auch benutzt. Okay. Den Brainworks V2, um da nochmal ein bisschen aufzuräumen. Ja. Habe den in der im Seitensignal, da auch ein paar Sachen verändert, weil ich das Gefühl hatte, dass der Song insgesamt halt sehr weit aufgeht. Mhm. Und dann mit dem PSP Vintage Warmer nochmal rangegangen. Mit dem Jam übrigens auch arbeitet. Ja. Erzähl ich es gar nicht. Ich hatte die Insider-Info nicht. Ja. Und den als letztes dann in der Kette drin, der das dann halt ein bisschen locker flockiger macht. Genau. Ja, sehr schön. Also was ich hier auch über den Kopfhörer hören kann, also das Wichtigste ist ja, dass man auch einfach sehr analytisch hört. Mhm. So, das machen ja schon die wenigsten. also Hut ab. Es geht ja eben nicht nur darum, jetzt irgendwie ein paar Basslines zu spielen oder irgendwie ein paar Strings, sondern man muss ja halt schon irgendwie sehr genau hinhören, was ist denn da eigentlich, was sind da alles für Elemente drin. Ja. Und der nächste Schritt ist dann eben passende Sounds dafür finden, hast du ja auch gemacht. Und es geht dann ja in dieser Detailarbeit dann eben darum, diesen Sound des Originals im Prinzip zu treffen. Mhm. Und da kann man mit Sicherheit noch ein bisschen feilen. Ja, klar. Aber das sind halt so Sachen, ich suche mir da wirklich immer so einen Takt raus, den lasse ich einfach irgendwie die ganze Zeit in der Schleife laufen und höre halt mit Kopfhörer hin, ich höre über Boxen hin. Ich nutze Tools wie diese Freeware von Brainworks, da gibt es das BX Solo, mit dem man die linke Seite Solo hören kann, die rechte Seite Solo hören kann, mit dem man das Mitten- und das Seitensignal separat hören kann, um einfach zu hören, was ist denn da irgendwie alles drin. Und also da gucke ich erstens noch nach, wie kann ich noch näher irgendwie an den Sound rankommen und höre mir eben auch tatsächlich Linien raus und ob da noch ein Instrument sich irgendwo irgendwie versteckt. Also da kann man mit Sicherheit noch sehr viel Detailarbeit machen. Und wie du sicherlich auch gemerkt hast, dann hat man zwar irgendwie Strings und man spielt auch so ein Pattern und trotzdem klingt es halt irgendwie anders. Ja. Und dann hilft einem eben auch nicht unbedingt noch ein EQ und noch irgendein Plugin, was da drauf kommt, sondern da muss man tatsächlich irgendwie noch mehr über den Sound nachdenken. Mhm. Wo kriege ich jetzt so Strings her, die irgendwie dieses so Zackige klingen. Haben? Oder so, ne? Und das ist, zum Teil ist das selber fummeln an den Instrumenten schrauben, zum Teil muss man einfach noch mehr seinen Soundvorrat irgendwie erweitern. Tatsächlich noch an der Spielweise was ändern oder so, und das ist halt häufig eher das, als dass man denkt, jetzt wenn ich noch den EQ hätte oder so, genau, dann wird das halt irgendwie gehen. Dann wird der Mix funktionieren. Ja, aber super gemacht. Gefällt Danke. Mir gut. Sehr schön. Ja, vielen Dank an alle, die hier zugeschaut haben, bis hierhin ausgehalten haben. Grüße auch nochmal vor allem eben an Jem und Julius. Vielen Dank für eure Infos. Weiterhin viel Erfolg und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Bis dann. Ciao.